Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Ariana, ich grüße dich. Deine Frage ist, was hat bei ihm ausgelöst, diese Begegnung? Diese Karte gibt schon die Antwort, weil das war die Situation, diese Begegnung. Die Kelchen symbolisieren die Gefühle. Und das beeinflusst deinen Gefühlen, beeinflusst auch seinen Gefühlen. Dieses Bild zeigt Erinnerungen. Eine gewisse Nostalgie. Und diese Erinnerungen hast du jetzt auch und er auch. Wie ist deine jetzige momentane Situation jetzt ganz unabhängig von dieser Begegnung? Das zeigen hier die Münzen. Die Münzen symbolisieren das Geld, indirekt die berufliche Situation. Und das scheint so zu sein, dass dir aktuell auch sehr wichtig ist, um die Finanzen und um deine Berufung kümmern. Die Münzen gehören zum Erdeelement. Und Erdeelement bedeutet Sicherheit, Stabilität, Bodenständigkeit und auch Realität. Für dich ist dann sehr wichtig, wenn ihr wieder kontaktiert, dass er etwas in Taten umsetzt. Also du möchtest keine Träumereien, sondern du möchtest Taten. Außerdem symbolisieren diese goldenen Taler auch die Werte, dass du lernst gerade mit deinen Werten bewusst sein. Und vielleicht spiegelt er gerade auch etwas, dass dir das auch bewusst, dass er aber auch wertvoll ist oder dass diese Liebe wertvoll ist. Wie denkst du über diese ganze Begegnung oder wie sollst du denken? Das zeigt hier diese drei Stäben. Und die Stäben symbolisieren die Feuerelement. Und Feuerelement ist immer Bewegung. Du möchtest auch Bewegung. Und du bist gerade auch mit Feuer und Flamme dabei. Verspürst auch eine gewisse Leidenschaft. Aber du kennst die Richtung nicht. Und dadurch bist du unsicher. Weil das steht alles in wackeligen Füßen. Oder ich könnte sagen, hier stoßt du in deine eigenen Grenzen. Wenn das hier die Zahl 2 wäre, dann könnte ich sagen, du und er. Wenn das die Zahl 4 wäre, das hat auch eine Struktur, das ist stabil. Aber der 3 dazwischen, entweder noch eine dritte Person oder Unsicherheit, Angst. Und das macht alles unsicher. Und hier bei diesem 3 braucht man Orientierung oder Entscheidungen oder Angst loslassen. Manchmal ist dieses Hindernis schlicht einfach die Angst. Und jetzt zu deinen Gefühlen. Und das zeigt hier dieser König. Und dieser König beherrscht die Wasserelement. Und Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Du sollst deinen Gefühlen beherrschen, auch in Gegenwart und auch wenn ihr nochmal eine Begegnung habt. Das heißt, mit klarem Verstand, wenn ihr wieder kontaktiert, nicht zu viel Gefühl zeigen. Es ist zwar Wasserelement und das ist sehr gefühlsvoll, also zeig schon deinen Gefühlen, aber keine Offenheit, sondern das soll eine gewisse Mischung sein, weil das macht dich geheimnisvoll. Was sollst du loslassen? Das ist jetzt hier diese rasche Bewegung. Du brauchst noch Zeit
oder er braucht noch Zeit. Jetzt etwas überstürzen wäre nicht die Lösung. Was dich aber stärkt, das ist dein Glaube. Glaube an dir selbst. Glaube an diese Liebe. Glaube an ihn. Das, was dich innerlich stärkt. Statt etwas in Bewegung setzen, weil hier zeigt sich, du bist orientierungslos oder dass noch eine dritte Person da ist. Also es sind Hindernisse noch da. Stattdessen schau nach innen, mach eine innere Reise, verinnerliche das oder visualisiere das und glaube daran. Der nächste Schritt zeigt die Königin und diese Königin beherrscht die Luftelemente. Und das ist die Leichtigkeit, aber auch Kommunikation, weil die Worte werden durch Luft vermittelt. Und diese Königin trennt die Angst. Im Hintergrund dieser graue Wald symbolisiert die Angst. Und das Schwert trennt. Trennt die Angst, so wie Erzengel Michael trennt mit seinem Lichtschwert die Angst. Angstbefreiung. Was verbindet euch beide, das sind die Werte und Wertschätzung, aber auch die Realität. Es ist kein Träumereien, sondern das wird in Tat umgesetzt und das mit Wertschätzung. Seine jetzige Situation zeigt dieses Bild, jetzt wird alles auf den Tisch gepackt und das ist ziemlich chaotisch. Und er hat momentan das Gefühl, jeder mischt sich da ein. Er hat auch einen inneren Kampf. Ihm geht es nicht gut. Und was entspricht seinen Gedanken, das zeigt hier die Versöhnung und die Feuerelement, die Stäbe symbolisieren die Feuerelement, zeigt hier Leidenschaft und Begeisterung und eine Versöhnung. Hier ist die Zahl 4, hier ist schon stabil. Hier ist die 3, es ist noch unstabil. Und das heißt, erst dann kommt Stabilität, wenn er handelt, so wie er auch denkt. Also er hat diesen Plan jetzt. Aber momentan fühlt sich in die Enge, weil das sind Einflüsse von außen und in seinen Gefühlen ist ein Chaos entstanden. Liebe Ariana, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn euch es gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.